Morgen, lieber Hans. Morgen. Wie geht es deinem Bein? Glänzend, ich werde schon bald wieder ins Balletttraining einsteigen. Was sagt denn deine Physiotherapeutin? Hab ich auch gesagt. Du hast was? Mama, ich üb wie blöd. Hab Schmerzen ohne Ende und es passiert nichts. Gar nichts. Nur ist es ein bisschen früh für eine Prognose. Komm, Martin. Jetzt kapierst doch endlich, es ist vorbei. Mein Bein ist kaputt, die Clara ist weg und mit dem Hof geht's bergab. Nicht solange ich da bin, ist das klar. Mama, du kannst doch den Hof nicht allein retten. Da müsste Martin schon seinen Job als Arzt aufgeben. Willst du das? Bauer werden? Was mit der Lilly? Soll die nächsten Jahre auf dem Hof schuften, oder wie? Ja, und was soll man dann deiner Meinung nach tun? Hier sitzen und dir beim Trauern zuschauen, oder? Oh, Verzeihung. Ich dachte, mich hätte hier einer mal was gefragt. Lilly, entschuldige bitte. Na! Da. Mama, lass sie einfach. Das ist für sie auch nichts. Okay, Hans. Dann soll es weitergehen. Der Distelmeier will uns ein Angebot machen. Ich meine, könnten Sie uns ja wenigstens mal anhören. Der Distelmeier? Ja. Aber du hast doch selber gesagt, dass er dich um ein Haar ins Gefängnis gebracht hat. Mama, es ist Schnee von gestern. Du, solange ich lebe, setzt der Distelmeier keinen Fuß auf unseren Hof. Ist das klar? Martin! Hm? Jetzt, warte mal. Was denn? Hier, schau. Ja, hast du vergessen. Danke. Mama, sag mal, soll ich vielleicht doch da bleiben? Was? Ein bisschen Abwechslung tut da auch ganz gut. Wo geht's denn hin? Ein bisschen wandern. Hört mal gut. Mit dieser Ärztin? Ja, mit dieser Ärztin. Sie heißt Frau Dr. Imhoff, Vorname Lena. Das ist die mit den getrennten Hotelzimmern, oder? Tja, aber ihr seid nur Kollegen. Ja, wir sind nur Kollegen, Mama. Was ist denn? Du, eine Mutter will halt wissen, was ihre Söhne so treiben. Auch wenn einer so stur wie ein Maulesel ist. Also. Also, hm? Aber das ist kein Date. Ein was? Ja, Date, so sagt man doch heutzutage. Nein, Mama, es ist kein Date. Servus. Servus. Na, was machst du hier? Was machst du hier? Na, Entschuldigung, ich arbeite hier. Ja klar, ich dachte, du bist unterwegs. Nein, ich wollte nach dem Rechten schauen. Sind die für mich? Nein, die sind für Nicole. Für Nicole? Ah. Die Nummer mit dem Bein hat dir noch nicht gereicht. Du möchtest noch, dass sie dir eine Vase über den Kopf zieht, oder wie? Ich will sie einfach nur zurück. Martin. Sie ist ein engelsgleiches Wesen. Ja? Dann viel Spaß damit. Für dich. Ich habe auch welche für dich. Dafür. Für deine Küsse, für deine Scheiß. Lüge und das ist auch nochmal. Wer hat Dr. Fischer? Den hatten wir schon. Kein Fehler. Engel ist gleiches Wesen, ja? Ich sag dir eines: Wenn Gott jetzt noch eine Frau ist, dann hast du richtig schlechte Karten. Was ist jetzt für eine Überraschung, die du versprochen hast? Ein Hammerausblick, wahrscheinlich das Schönste von Tirol. Und was ist das? Das hier, das ist ein Seil. Du willst mich doch nicht in eine Steilwand jagen. Wer weiß. Weißt du, dass ich als Kind jedes Wochenende mit meinen Eltern wandern gehen musste? Ich hab's gehasst. Ehrlich? Ja. Ich würde sagen, bei mir wird alles anders. Ist noch weit? Yep. Schon so spät. Jetzt machen wir mal eine Pause, bitte. Nein, wir machen keine Pause. Da oben ist das Gipfelkreuz. Und wenn wir da sind, dann machen wir eine Pause. Mist. Haben wir überhaupt keinen Empfang? Nein. Am besten anrufen.
Oh, da sind wir ja ganz alleine hier. Ja. Hast du Angst? Also nicht ganz alleine, glaube ich. Hey, was ist das? Scheuert das! Ich schaff das alle. Das darfst du nicht. Hey! Bleiben Sie sitzen! Bleiben Sie einfach sitzen, okay? Bleiben Sie einfach mal sitzen, nicht bewegen! Bewegen Sie sich einfach mal nicht! Okay? Wir müssen irgendwie das Auto sichern. Was heißt sichern? Nicht bewegen! Scheiße. So ein Karabiner? Ja, drin. Oh Gott, Andreas, was machst du? Nein, ich muss hier raus. Sitzen! Martin, die Frau sitzt noch drin. Wer? Da. Hey! Verdammt. Komm. Okay. Ich seile dich zu ihm ab. Und ich versuche, bei ihr ins Auto zu kommen, ja? Hast du doch die Steilwand. Ja. Okay. Wenn es irgendwas ist, schreist einfach, klar? Alles klar. Okay. Mein Bein. Ich krieg's nicht raus. Okay. Bleiben Sie ruhig jetzt nicht. Versuch zu ihnen reinzukommen, ja? Alles klar. Versuch's hin. Bleib's einfach. Rücksitzen. Beruhigen Sie sich. Langsam, alles gut. Was reden Sie denn da? Er ist in den besten Händen. Was? Beruhigen Sie sich. So. Ich bin Arzt, okay? Okay. Und die Frau, die bei Ihrem Mann ist, ist auch Ärztin. Okay. Ja? Mhm. Ruhig und langsam weiteratmen. Okay? Ich heiße Martin. Martin Kober. Und Sie? Nina. Nina? Nina. Nina. Fein, alles klar.
Ich werde den Gurt jetzt aufmachen, ja? Darf ich mal? Wann ist es denn soweit? 4 Wochen. 4 Wochen, das kriegen wir hin. Spüren Sie Kindsbewegungen? Ja. Das ist sehr gut. Hier noch Schmerzen? Hm? Wie geht's euch? Das ist okay. Langsam weiteratmen, ja? Was ist mit Andreas? Sein Bein ist verletzt. Oh Gott! Andreas! Sehen Sie mich an. Beruhigen Sie sich. Einfach ruhig weiteratmen. Langsam weiteratmen. Sie überventiliert. Du musst versuchen, sie zu beruhigen. Wenn sie hier durchdreht, dann riskieren wir hier eine Geburt. Ja, ist ein bisschen eng hier drin. Ruf die Feuerwehr. Kein Empfang. Versuch's weiter oben. Okay. Ist dir alles okay? Was machst denn du da? Den Hof retten, wenn es erlaubt ist. Du, da würde ich dir eine Reha empfehlen. Danke für den Tipp. Ich fahre jetzt ein Futtermittel kaufen. Soll ich irgendwas mitbringen? Ein gesundes Bein, liebende Ehefrau und 1 Million Bar. Dann brauchst du am Abendessen nicht auf mich warten, weil das dauert sicher etwas länger. 1 Million gesunde Ehefrauen. Das ist was. Scheißdreck, du! Hallo. Hallo. Mann, habe ich einen Kohldampf. Das ist anstrengend, so eine Vertretung, was? Ja, die Vertretung nicht, aber Fräulein Schneider. Den ganzen Vormittag hat sie mir erklärt, warum Dr. Kahnweiler ein Scheißkerl ist. Das ist anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Macht dein Bierfahrer Max? Der kommt heute noch vorbei. Und? Willst du ihn ansprechen? Ach, Roman, ich weiß nicht. Du kannst nicht immer nur Bier bestellen. Irgendwann ist der Keller voll und du bist immer noch keinen Schritt weiter. Ja, aber was ist denn, wenn ich abblitze? Du hast doch nichts zu verlieren. Das sagst du so leicht, aber wer fragt, muss auch die Antwort aushalten können. Wer nicht fragt, wird vielleicht nie herausfinden, ob es eine Chance gegeben hätte. Ist auch wieder wahr. Das Essen geht auf mich. Oh, komme ich öfter vorbei. Ich bitte darum. Mal hier draufdrücken kurz. Oh. Ja, genau. Mhm. Alles klar. Es gibt niemanden, der auf sie wartet oder der wissen könnte, wo sie sind. Familie oder Freunde. Nein, wir wohnen alleine ganz oben auf der Schwegleralm. Ist okay. Gibt's da Telefon? Mm-mm, nicht da oben. Okay. So, gut. Ja. Schon einsam da, hm? Ja. Haben wir zuerst auch gedacht, als wir die Hütte geerbt haben. Aber dann haben wir ein paar Tage da verbracht. Wissen Sie, wie es ist, wenn da oben die Sonne untergeht? Hm. Da vergessen Sie die Welt um sich herum. Es gibt nichts Schöneres. Ja. Das kann ich verstehen. Wir wollten unser Baby da großziehen. Nur wir drei. Ganz allein in der Natur. Cool. Was willst du denn? Ein Junge. Du hast doch gesagt, du wärst nicht verletzt, oder? Ja, warum? Wenn du willst, dass das so bleibt, dann hör jetzt mit der Ruperei auf. Das nervt, oder? Ja. Ich habe versucht, irgendwo Empfang zu bekommen. Und? Keine Chance. Und was machen wir jetzt? Du musst ins Tal Hilfe holen. Wie geht es, Andreas? Momentan ist er stabil. Was heißt das? Das heißt, dass wir das alles schaffen werden. Wenn ich mich beeile, bin ich in 3 Stunden mit Hilfe zurück. Okay? Und lauf nicht weg, ja? Nein, wir warten im Auto. Pass auf dich auf. Ihre Freundin? Nee. Eine Arbeitskollegin. Wieso? Eine Arbeitskollegin? Ich meine, es geht mir ja nichts an, aber vorhin, als wir uns überholt haben, das sah das auch nicht gerade harmonisch aus. Ich meine, haben Sie gestritten? Ja. Niemand ist perfekt. Was ist passiert? Sie hatten einen Unfall. Haben Sie Schmerzen? Was ist mit Nina? Ihr geht es gut. Beruhigen Sie sich, ich hole es hin. Sie ist schwanger. Ja, ich weiß.
Ist alles in Ordnung. Ihrem Baby geht es gut. Mein Baby? Das Baby ist gar nicht von mir. Das ist toll, nicht? Nina und ich, wir wollten doch noch mal ganz von vorne anfangen. Und dann ist sie auf einmal schwanger. Und ich denk noch, was für ein Wunder. Ja, was für ein scheiß Wunder. Hören Sie, Sie haben einen Schock. Ich hatte einen Sportunfall. Dabei habe ich mich am Unterleib verletzt. Verstehen Sie? Ich denk schon. Ja. Und jetzt für Nachkontrolle. Ich bin gar nicht zeugungsfähig. Zu wenig Spermien. Ja. Deswegen könnten Sie trotzdem der Vater sein. Mein Urologe sagt das. Käme einem Wunder gleich. Hören Sie. Außerdem, was glauben Sie wohl, warum wir noch mal von vorne anfangen wollen? Ich weiß nicht. Weil Sie eine Affäre hatte. Deswegen. Hören Sie, es ist erstmal wichtig, dass wir. Oh Gott. Oh Gott, Andreas, was haben Sie? Ich krieg ganz schlecht Luft. Ich krieg ganz schlecht Luft. Martin! Ja? Andreas, bekomm keine Luft! Ich brauche Hilfe! Oh Gott! Andreas! Schreib mir, was du siehst! Er hat eine starke Prellmarke, links! Mit Stufenbildung der Rippen! Ich kann keine Atemgeräusche hören! Er ist zyanotisch! Das heißt, sein Lungenflügel ist kollabiert! Müsste seine Thoraxdrainage legen. Gott. Was habe ich zum letzten Mal vor 10 Jahren gemacht? Was hat er? Was? Ist alles gut. Es ist nur so, sein Brustkorb füllt sich mit Blut und drückt die Lunge zusammen und schiebt das Herz ein bisschen zur Seite. Wir müssen das Blut ablassen. Wenn wir das nicht tun, dann... Also gut, leitest du mich an? Ja, pass auf, im Rucksack oben in der Klappe, da ist ein Taschenmesser. Hast du's? Hab ich. Diese Trinkblase mit diesem Schlauch. Da schneidest du 20 bis 30 Zentimeter ab. Okay. Jetzt machst du einen Schnitt am 5. ICR der vollen Axillarlinie. Spreizst du die Wunde mit den Fingern ein wenig und versuchst, das Röhrchen reinzubringen. Wenn das Blut nicht von alleine abfließt, du musst ein bisschen ansaugen. Er verliert das Bewusstsein. Oh Gott, Andreas. Da musst du dich beeilen. Liebling. Andreas. Es funktioniert. Es funktioniert. Gut. Gott sei Dank. Wieder stabil, danke. Allein hätte ich das nicht geschafft. Kein Thema. Jetzt haben wir ein Problem. Du kannst natürlich nicht mehr ins Tal rauf. Du musst alle 30 Minuten Flüssigkeit absaugen, sonst ersticken wir. Das heißt, wir können keine Hilfe rufen und keine Hilfe holen? Und jetzt? Hat Andreas eigentlich was gesagt? Nein, nicht viel. Ist das wegen dem Baby, richtig? Es ist von ihm. Von niemandem sonst. Andreas ist mein Mann und wird es immer bleiben. Er ist mein Mann, niemand sonst. Nina, sehen Sie mich an. Ich werde Sie alles klären, okay? Mhm. Atmen Sie einfach langsam. Alles wird sich klären. Mhm. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Bergwanderungen schon als Kind gehört habe? Ja, mehrmals. Ah, mein Bein! Jetzt tun Sie doch was! Drücken Sie fest. Atmen Sie langsam. Wir schaffen das. Sehen Sie mich an. Wir schaffen das. Na, Hans? Ganz allein zu Hause. Was machst du denn hier? Na, mei, Hans. In schweren Zeiten braucht man gute Freunde. Ja. Du bist kein Freund. Du hast mich fast ins Gefängnis gebracht. Ja, und du mich fast ins Grab. Wir sind quitt, würde ich sagen. Jetzt hör doch erst einmal zu, was ich da zum Sagen habe. Hm? Was willst du? Ich mach dir ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. Hä?
Mann, ich hoffe echt, dass sie nichts Ansteckendes haben. Das wäre jetzt auch zu spät, oder? Ja. Wie sieht's aus, Doktor? Nicht so gut. Nina? Ist sie okay? Ja, ihr geht es gut. Wissen Sie, wie das ist? Ihre geliebte Frau anzusehen und zu wissen, dass das Kind in ihrem Bauch nicht ihres ist. Ne? Vielleicht ihr Wunsch nach einem Kind auch so groß, dass sie... Ich weiß nur, dass ihre Frau sie über alles liebt. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich überhaupt noch glauben soll. Dann glauben Sie ihrer Frau. Das, was sie verbindet, ist immer noch da. Ich war so lange allein. Und plötzlich war da einer, mit dem ich reden konnte, der mir zugehört hat. Und irgendwann wurde da mehr draus. Das war falsch. Das war so falsch. Dann haben Sie irgendwann wieder zusammengefunden. Ja. Ja, es war schwer für Andreas, aber wir haben es geschafft. Und jetzt? Ich weiß, was er denkt. Ich kann es ihm nicht mehr verübeln. Dieser Blick, als er gesehen hat, dass er hat auf meinen Bauch gestarrt. Da war nichts mehr. Nichts mehr in seinen Augen außer Entsetzen. Wir brauchen langsam einen Plan B. Andreas verliert viel Blut. Schlimmer wäre noch Ateminsuffizienz. Ist dein Leben in Gefahr? Wir sollten einfach dringend weg hier ins Krankenhaus, ist alles. Ich muss zu ihm. Ich muss sofort zu ihm. Nina! Geh auf! Nina, geh auf! Nina, auf! Nina, nein! Ich wäre sehr dankbar, wenn man ein bisschen noch hier stehen bleiben kann. Nina, wir schaffen das. Wird alles gut. Ah, mein Bauch! Meine Fruchtblase ist geplatzt. Es ist die Geburt nicht mehr aufzuhalten. Max Decke, wir fahren? Ja. Ja? Um. Servus, Max. Hey, Susanne, grüß dich. Habt ihr ein Fest? Wieso? Na, weil es schon die dritte Lieferung ist die Woche. Ach, weißt du, irgendwas ist immer. Ja, irgendwas ist immer. Vielleicht wollen wir mal was trinken? Ja, klar, gern. Schön. Aber im Moment ist es ein bisschen schlecht, weil ich hab noch so viel Stress wegen Hochzeit. Welche Hochzeit? Ja, meine. Ich heirate doch in 2 Wochen. Und da habe ich noch so viel zu erledigen. Klar. Aber danach, da gehen wir auf den Kaffee, okay? Mhm. Gott. Sag nichts, Oman. Sag jetzt bloß nichts. Meinst du, es hat geklappt? Ich glaube, das ist nicht so gut gelaufen. Was ist mit Nina? Was ist mit meiner Frau? Sie hat die Wehen bekommen. Eine Geburt im Auto, geht das denn? Es muss irgendwie. Laufen Sie los. Holen Sie Hilfe. Andreas, ich bin Ärztin. Ich kann Sie hier nicht Ihrem Schicksal überlassen. Wir wissen doch beide, dass ich das hier nicht überleben werde. Aber Nina, Nina und das Baby, die haben eine Chance. Nicht. Nina. Au.
Nina, versuchen Sie die Wehen. Was ist los bei euch? Atmen Sie mit mir. Einfach mal weiteratmen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Kind liegt quer. Ohne OP werden beide sterben. Wir müssen eine Entscheidung treffen, und zwar jetzt. Andreas ist nicht transportfähig. Was? Bitte. Hier. Das könnte funktionieren. Haben wir noch genügend Pflaster? Ja. Oh, hab ich einen Hunger. Ja, und ihr erst. Sag mal, du hast doch gar nichts gemacht. Was gemacht? Abendessen. Ich kochen? Wir reden denn vom Kochen. Eine Brotzeit hätte schon gereicht. Schau mal, was du willst. Das habe ich vergessen. Vergessen? Ich hab's satt mit deinem Selbstmitleid. Tut mir leid, wenn ich euch so nervt. Ja, du nervst. Und du bist ein super Vorbild für deine Tochter. Wo ist denn eigentlich der Martin? Der hat schon längst vom Wandern zurück sein müssen. Er ist mit der Lena unterwegs. Wahrscheinlich sind's beim Abendessen. Wenigstens einer, der was zum Essen kriegt. Jedenfalls hat er sicher mehr Spaß als mir hier. Bestimmt. Bei weniger geht gar nicht. Okay. Zusammendrücken. Wenn wir einen ständigen Unterdruck erzeugen, dann kann das Blut kontinuierlich abfließen. So, jetzt lassen Sie mal los. Es funktioniert. Okay. Das wird zwar nicht lange halten, aber wir gewinnen Zeit. So, und wenn der Unterdruck nachlässt, dann abschrauben, wieder zusammendrücken und wieder zuschrauben. Okay? Gut. Andreas, Sie müssen wach bleiben. Versprechen Sie mir das? Gehen Sie schon. Ich schaffe das. Martin! Ich mach mich jetzt auf den Weg! Okay. Viel Glück! Ja! Das wird schon wieder mit deinem Bein. Clara kommt auch wieder zurück. Ja, na, Lilly. Das ist vorbei. Es war bestimmt nicht einfach für sie. Weißt du warum? Sie liebt dich. Wenn sie mich lieben wird, dann wäre sie jetzt hier bei mir. Anna. Weil Clara verlangt zu viel. Darauf kann man keine Ehe aufbauen. Und weniger will ich einfach nicht. Kannst du das verstehen? Ja. Wird weitergehen, Lilly. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gedacht haben, aber es wird weitergehen. Mach dir keine Sorgen. Susanne, was mit dem Max, tut mir leid. Ich hätte dich nicht drängen dürfen. Ach, weißt du was, Roman? Die Sache hat auch ihr Gutes. Tatsächlich? Ach, diese bescheuerte Suche nach einem Mann, ich mache mich doch völlig lächerlich. Naja, und jetzt denke ich mir halt, wenn es da draußen noch jemanden gibt, der für mich bestimmt ist, dann warte ich halt, dass er mich findet. Dr. Gruber, versprechen Sie mir was, ja? Was? Versprechen Sie mir, dass mein Baby nicht ohne seinen Vater aufwächst. Anderes, Nina. Ich bringe sie beide durch. Hm?
Nina? Nina. 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 Hey. Bleiben Sie bei mir? Ja? Es tut so weh. Ich weiß. Sie müssen kämpfen, hören Sie? Kämpfen Sie. Sie schaffen das. Hören Sie das? Da kommen Autos. Da kommen Autos, Nina. 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 Sie sind da. Sie sind da. Nina, bleiben Sie. Nina! Da liegt der Mann. Nina! Hilfe, ist er nicht da! Beeilt euch bitte, wir haben nicht mehr viel Zeit! Sie an! Sie an! Weiter! Halt! Ihr Kreislauf versagt. Ich brauch Sauerstoff und Ringelösung. Alles im Auto, rein in dir! Traumahämatothorax nach stumpfem Aufprallt-Trauma, Thorakotomie, behelfsmäßige Drainage, Verdacht auf erhebliche Blutungen, intrathorakal. Ja. Was ist das? Das ist ein Trinkschlauch. Du bist wirklich der MacGyver unter den Hausärzten. Ab in den OP1. OP1, Region Patient 2 ist im Kommen. Was? Patientin liegt in Austreibungswehen, Kinn in Steißlage. Verdacht auf Arterienverletzung im Unterschenkel. Kurzzeitiges Kreislaufversagen, wir haben sie stabilisiert. Okay, zuerst den Kaiserschnitt und dann das Bein. Schnitt. Kauder, Kollegen, auf die Pinzette. Nochmal ran, nochmal ran. Okay. Extreme Hämatome. Sauber. Die Lunge ist dicht. Die Lunge ist dicht. Ja. Okay. Kauter? Pinzette? Was ist los? Kreislauf bricht ein, Druck sinkt. Volumen, Ethylephrin 5 Milligramm.
gelaufen. Die Baby geht's gut, aber Nina, sie ist sehr schwach. Wir müssen sie in ein künstliches Koma versetzen, sonst hat sie keine Chance. Okay, das heißt... Ich kann nicht sagen, ob sie den heutigen Tag überstehen wird. Sie muss mit dem Mann sprechen. Aber das wird sie noch mehr schwächen. Lena, hör zu. Da drin liegt ein Mann, der denkt, dass seine Frau ein Kind von einem anderen kriegt. Ich persönlich würde sehr gerne die Möglichkeit geben, sich zu erklären. Okay. Danke. Danke. Ihre Frau wird gleich aufwachen. Mann in meinem Leben. Bitte glaub mir das. Ich glaube dir. Sind wir endlich eine Familie? So wie wir uns das immer erträumt haben. Geladen auf 200. Weg und Schuss. Immer noch Kammerflimmern. Nina! Geladen auf 200. Weg und Schuss. Immer noch. Nina! Nina. Ja, Baby. Da bist du ja. Wie geht's meiner Frau? Sie hat sich stabilisiert. Mit ein bisschen Glück ist sie morgen über den Berg. Danke. Nicht zu danken. Na, du, wir haben ja noch gar keinen Namen für dich, ne? Ja, lange Nacht. Die längste meines Lebens. Kaffee? An sich? Ja. Was hältst du von einem Kaffee mit Aussicht? Mit Aussicht? Mhm. Willst du jetzt noch mal die Wanderschuhe anziehen, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Familie einer Freundin. Like
like the tide to the sea. This is what you're to me. Feels like it's always been like this. Like the wave to the shore, we keep coming back for more. Another breathtaking kiss. It's my shirt. Ja, ich hoffe, die vermisst mich ein bisschen. Und dich? Vermisst auch jemand? Ja, vor allem vermisst mich eine Horde schwangerer Frauen, die auf ihre Entbindung warten. Wo kommst du denn jetzt her, Freundchen? Freundchen kommt vom Wandern. So nennt man das heute. So nennt man das heute. Komm mal her. In Ordnung. Okay, Arthur, e-mailt mich dann. Ja, bald. Hans! Na? Oh, danke. Was ist? Es war der Distelmeier. Und? Es wird Zeit für einen Neuanfang, Martin. Der Arthur will den Hof kaufen. Und ich werde sein Angebot annehmen.
Viel Glück! Ja! Das wird schon wieder mit deinem Bein. Clara kommt auch wieder zurück. Ja, na, Lilly. Es ist vorbei. Es war bestimmt nicht einfach für sie. Weißt du warum? Sie liebt dich. Wenn sie mich lieben wird, dann wäre sie jetzt hier bei mir. Anna. Weil Clara verlangt zu viel. Darauf kann man keine Ehe aufbauen. Und weniger will ich einfach nicht. Kannst du das verstehen? Ja. Wird weitergehen, Lilly. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gedacht haben, aber es wird weitergehen. Mach dir keine Sorgen. Susanne, das mit dem Max tut mir leid. Ich hätte dich nicht drängen dürfen. Ach, weißt du was, Roman? Die Sache hat auch ihr Gutes. Tatsächlich? Ach, diese bescheuerte Suche nach einem Mann. Ich mache mich doch völlig lächerlich. Naja, und jetzt denke ich mir halt, wenn es da draußen noch jemanden gibt, der für mich bestimmt ist, dann warte ich halt, dass er mich findet. Dr. Gruber, versprechen Sie mir was, ja? Was? Versprechen Sie mir, dass mein Baby nicht ohne seinen Vater aufwächst. Anderes, Nina. Ich bringe sie beide durch. Nina? Was ist mit Andreas? Sein Bein ist verletzt. Oh Gott! Andreas! Sehen Sie mich an? Beruhigen Sie sich. Einfach ruhig weiteratmen. Langsam weiteratmen. Sie überventiliert. Du musst versuchen, sie zu beruhigen. Wenn sie hier durchdreht, dann riskieren wir hier eine Geburt. Ja, ist ein bisschen eng hier drin. Ruf die Feuerwehr. Kein Empfang. Versuch's weiter oben. Okay. Ist bei dir alles okay? Was machst denn du da? Den Hof retten, wenn's erlaubt ist. Du, da würde ich dir eine Reha empfehlen. Danke für den Tipp. Ich wollte jetzt ein Futtermittel kaufen. Soll ich irgendwas mitbringen? Ein gesundes Bein, liebende Ehefrau und 1 Million Bar. Dann brauchst du am Abendessen nicht auf mich warten, weil das dauert sicher etwas länger. 1 Million gesunde Ehefrauen, ein bisschen was. Scheißdreck, du! Ach, Gott. Hallo. Hallo. Mann, habe ich einen Kohldampf. Das ist anstrengend, so eine Vertretung, was? Ja, die Vertretung nicht, aber Fräulein Schneider. Den ganzen Vormittag hat sie mir erklärt, warum Dr. Kahnweiler ein Scheißkerl ist. Das ist anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Macht dein Bierfahrer Max? Der kommt heute noch vorbei. Und? Willst du ihn ansprechen? Ach, Roman, ich weiß nicht. Du kannst nicht immer nur Bier bestellen. Irgendwann ist der Keller voll und du bist immer noch keinen Schritt weiter. Ja, aber was ist denn, wenn ich abblitze? Du hast doch nichts zu verlieren. Das sagst du so leicht, aber wer fragt, muss auch die Antwort aushalten können. Wer nicht fragt, wird vielleicht nie herausfinden, ob es eine Chance gegeben hätte.
Ist auch wieder wahr. Das Essen geht auf mich. Oh, komme ich öfter vorbei. Ich bitte darum. Mal hier draufdrücken kurz. Oh. Ja, genau. Mhm. Alles klar. Es gibt niemanden, der auf Sie wartet oder der wissen könnte, wo Sie sind. Familie oder Freunde. Nein, wir wohnen alleine ganz oben auf der Schwegleralm. Ist okay. Gibt's da Telefon? Mhm, nicht da oben. Okay. So, gut. Ja. Schon einsam da, hm? Ja. Damit wir es auch gedacht, als wir die Hütte geerbt haben. Aber dann haben wir ein paar Tage da verbracht. Wissen Sie, wie es ist, wenn da oben die Sonne untergeht? Da vergessen Sie die Welt um sich herum. Es gibt nichts Schöneres. Ja, das kann ich verstehen. Wir wollten unser Baby da großziehen. Nur wir drei. Ganz allein in der Natur. Cool. Die Nummer mit dem Wein hat dir noch nicht gereicht. Du möchtest noch, dass sie dir eine Vase über den Kopf zieht, oder wie? Ich will sie einfach nur zurück. Martin. Sie ist ein engelsgleiches Wesen. Ja? Dann viel Spaß damit. Für dich. Ich habe auch welche für dich. Dafür kann doch Dr. Fischer. Für deine Küsse. Für deine Scheiß. Und das ist auch nochmal. Wer hat Dr. Fischer? Den hatten wir schon. Kein Fehler. Engel ist gleiches Wesen, ja? Ich sag dir eines, wenn Gott jetzt noch eine Frau ist, dann hast du richtig schlechte Karten. Und? Was ist das jetzt für eine Überraschung, die du versprochen hast? Ein Hammerausblick, wahrscheinlich das Schönste von Tirol. Und was ist das? Das hier ist ein Seil. Du willst mich doch nicht in eine Steilwand jagen. Wer weiß. Weißt du, dass ich als Kind jedes Wochenende mit meinen Eltern wandern gehen musste? Ich hab's gehasst. Ehrlich? Ja. Ich würde sagen, bei mir wird alles anders. Ist noch weit? Yep. Es ist schon so spät. Jetzt machen wir mal eine Pause, bitte. Nein, wir machen keine Pause. Da oben ist das Gipfelkreuz. Und wenn wir da sind, dann machen wir eine Pause. Mist. Haben wir überhaupt keinen Empfang? Nein. Wir müssen anrufen. Oh, da sind wir ja ganz alleine hier. Ja. Hast du Angst? Also nicht ganz alleine, glaube ich. Hey, was ist das? Bescheuert ist das! Sie sitzen! Bleibt man sich einfach sitzen, okay? Bleibt einfach mal sitzen, nicht bewegen! Bewegen Sie sich einfach mal nicht! Okay? Wir müssen irgendwie das Auto sichern, nicht? Was heißt sichern? Nicht bewegen! Scheiße! So ein Karabiner? Ja, drin! Nein! Ich muss hier raus. Sitzen! Aber wir gewinnen Zeit. So, und wenn der Unterdruck nachlässt, dann abschrauben, wieder zusammendrücken und wieder zuschrauben. Okay? Gut. Andreas, Sie müssen wach bleiben. Versprechen Sie mir das? Gehen Sie schon. Ich schaffe das. Martin! Ich mach mich jetzt auf den Weg! Okay. Viel Glück! Ja! Das wird schon wieder mit deinem Bein. Clara kommt auch wieder zurück.
Lilly. Es ist vorbei. Das war bestimmt nicht einfach für sie. Weißt du warum? Sie liebt dich. Wenn sie mich lieben wird, dann wäre sie jetzt hier bei mir. Anna. Weil Clara verlangt zu viel. Darauf kann man keine Ehe aufbauen. Und weniger will ich einfach nicht. Kannst du das verstehen? Ja. Wird weitergehen, Lilly. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gedacht haben, aber es wird weitergehen. Mach dir keine Sorgen. Susanne, was mit dem Max, tut mir leid. Ich hätte dich nicht drängen dürfen. Ach, weißt du was, Roman? Die Sache hat auch ihr Gutes. Tatsächlich? Ach, diese bescheuerte Suche nach einem Mann, ich mache mich doch völlig lächerlich. Naja, und jetzt denke ich mir halt, wenn es da draußen noch jemanden gibt, der für mich bestimmt ist, dann warte ich halt, dass er mich findet. Dr. Gruber, versprechen Sie mir was, ja? Was? Versprechen. Dann machen wir eine Pause. Mist. Haben wir überhaupt keinen Empfang? Nein. Wir müssen anrufen. Oh, da sind wir ja ganz alleine hier. Ja. Hast du Angst? Also nicht ganz alleine, glaube ich. Hey, was ist das? Scheuert das! Schaut das an. Was dachte ich? Hey! Bleibt sie sitzen! Bleibt sie einfach sitzen, okay? Bleibt sie einfach mal sitzen, nicht bewegen! Bewegen Sie sich einfach mal nicht! Okay? Wir müssen irgendwie das Auto sichern, nicht? Was heißt sichern? Nicht bewegen! Ja, drin. Oh Gott, Andreas, nein! Was machst du? Nein, ich muss hier raus. Sitzen! Ah! Martin, die Frau sitzt noch drin. Wer? Da. Seil ich zu ihm ab und ich versuche, bei ihr ins Auto zu kommen, ja? Hast du doch die Steilwand. Ja. Okay. Wenn es irgendwas ist, schreist einfach, klar? Alles klar. Thank you.
Okay. Das Baby sieht aus wie du. Ja. Ja, natürlich. Du bist der einzige Mann in meinem Leben. Bitte glaub mir das. Ich glaube dir. Sind wir endlich eine Familie? So wie wir uns das immer erträumt haben. Eine Familie. Ich liebe dich. Und das war auch nie anders. Das ist gut. Nina? 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 Das... Frau Doktor! Hilfe! Kammer flimmern! Schwester Defi! Nina! Nina! Jetzt Nina! Geladen auf 200. Weg und Schuss! Immer noch Kammerflimmern. Nina! Geladen auf 200. Weg und Schuss! Immer noch. Nina! Nina? Ja, Baby. Da bist du, ja. Wie geht's meiner Frau? Sie hat sich stabilisiert. Mit ein bisschen Glück ist sie morgen über den Berg. Danke. Nicht zu danken. Na, du, wir haben ja noch gar keinen Namen für dich, ne? Ja, lange Nacht. Die längste meines Lebens. Kaffee? An sich? Ja. Was hältst du von einem Kaffee mit Aussicht? Mit Aussicht? Mhm. Willst du jetzt noch mal die Wanderschuhe anziehen, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Ohne OP werden beide sterben. Wir müssen eine Entscheidung treffen, und zwar jetzt. Andreas ist nicht transportfähig. Was? Bitte. Hier. Das könnte funktionieren. Haben wir noch genügend Pflaster? Ja, und ihr erst. Sag mal, du hast doch gar nichts gemacht. Was gemacht? Abendessen. Ich kochen? Wer redet denn vom Kochen? Eine Brotzeit hätte schon gereicht. Schau mal, was das ist. Das habe ich vergessen. Vergessen? Ich hab's satt mit deinem Selbstmitleid. Tut mir leid, wenn ich euch so nerv. Ja, du nervst. Und du bist ein super Vorbild für deine Tochter. Wo ist denn eigentlich der Martin? Der hat schon längst vom Wandern zurück sein müssen. Er ist mit der Lena unterwegs. Wahrscheinlich sind sie beim Abendessen. Wenigstens einer, der was zum Essen kriegt. Jedenfalls hat er sicher mehr Spaß als mir hier. Bestimmt. Bei weniger geht gar nicht. Okay. Zusammendrücken. Wenn wir einen ständigen Unterdruck erzeugen, dann kann das Blut kontinuierlich abfließen. So, jetzt lassen Sie mal los. Es funktioniert. Okay. Das wird zwar nicht lange halten, aber... wir gewinnen Zeit. So, und wenn der Unterdruck nachlässt, dann abschrauben, wieder zusammendrücken und wieder zuschrauben. Okay? Gut. Andreas, Sie müssen wach bleiben. Versprechen Sie mir das? Gehen Sie schon. Ich schaffe das. Martin! Ich mache mich jetzt auf den Weg! Okay.
Viel Glück! Ja! Das wird schon wieder mit deinem Bein. Clara kommt auch wieder zurück. Ja, na, Lilly. Es ist vorbei. Es war bestimmt nicht einfach für sie. Weißt du warum? Sie liebt dich. Wenn sie mich lieben wird, dann wäre sie jetzt hier bei mir. Anna. Für Clara verlangt zu viel. Bitte. Hier. Das könnte funktionieren. Haben wir noch genügend Pflaster? Ja. Boah, hab ich einen Hunger. Ja, und ihr erst. Sag mal, du hast doch gar nichts gemacht. Was gemacht? Abendessen. Ich kochen? Wer redet denn vom Kochen? Eine Brotzeit hätte schon gereicht. Schau mal, was das ist. Das habe ich vergessen. Vergessen? Ich hab's satt mit deinem Selbstmitleid. Tut mir leid, wenn ich euch so nerv. Ja, du nervst. Und du bist ein super Vorbild für deine Tochter. Wo ist denn eigentlich der Martin? Der hat schon längst vom Wandern zurück sein müssen. Er ist mit der Lena unterwegs. Wahrscheinlich sind's beim Abendessen. Wenigstens einer, der was zum Essen kriegt. Jedenfalls hat er sicher mehr Spaß als mir hier. Bestimmt. Bei weniger geht gar nicht. Okay. Zusammendrücken. Wenn wir den ständigen Unterdruck erzeugen, dann kann das Blut kontinuierlich abfließen. So, jetzt lassen Sie mal los. Es funktioniert. Okay. Das wird zwar nicht lange halten, aber wir gewinnen Zeit. So, und wenn der Unterdruck nachlässt, dann abschrauben, wieder zusammendrücken und wieder zuschrauben. Okay? Gut. Andreas, Sie müssen wach bleiben. Versprechen Sie mir das? Gehen Sie schon. Ich schaffe das. Martin! Ich mach mich jetzt auf den Weg! Okay. Viel Glück! Ja! Das wird schon wieder mit deinem Bein. Clara kommt auch wieder zurück. Ja, na, Lilly. Es ist vorbei. Es war bestimmt nicht einfach für sie. Weißt du warum? Sie liebt dich. Wenn sie mich lieben wird, dann wäre sie jetzt hier bei mir. Anna. Clara verlangt zu viel. Darauf kann man keine Ehe aufbauen. Und weniger will ich einfach nicht. Kannst du das verstehen? Nina, hey, bleiben Sie bei mir, ja? Es tut so weh. Ich weiß.
Sie müssen kämpfen, hören Sie? Mhm. Kämpfen Sie. Sie schaffen das. Hören Sie das? Da kommen Autos. Da kommen Autos, Nina. 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 Sie sind da. Sie sind da. Nina, bleiben Sie. Nina! Da liegt der Mann. Nina! Hilfe, ist er nicht da? Beeilt euch bitte, wir haben nicht mehr viel Zeit. Sie an. Weiter. Halt. Ihr Kreislauf versagt. Ich brauch Sauerstoff und Ringe lösen. Alles im Auto, rein mit dir. Kein Empfang. Versuch's weiter oben. Okay. Ist bei dir alles okay? Du da? Den Hof retten, wenn es erlaubt ist. Du, da würde ich dir eine Reha empfehlen. Danke für den Tipp. Ich fahre jetzt ein Futtermittel kaufen. Soll ich irgendwas mitbringen? Gesundes Bein, liebende Ehefrau und 1 Million Bar. Dann brauchst du am Abendessen nicht auf mich warten, weil das dauert sicher etwas länger. 1 Million gesunde Ehefrauen. Das ist was. Scheißdreck, du! Hallo. Hallo. Mann, habe ich einen Kohldampf. Ja, das ist anstrengend, so eine Vertretung, was? Ja, die Vertretung nicht, aber Fräulein Schneider. Den ganzen Vormittag hat sie mir erklärt, warum Dr. Kahnweiler ein Scheißkerl ist. Das ist anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Macht dein Bierfahrer Max? Der kommt heute noch vorbei. Und? Willst du ihn ansprechen? Ach, Roman, ich weiß nicht. Du kannst nicht immer nur Bier bestellen. Irgendwann ist der Keller voll und du bist immer noch keinen Schritt weiter. Ja, aber was ist denn, wenn ich abblitze? Du hast doch nichts zu verlieren. Das sagst du so leicht, aber wer fragt, muss auch die Antwort aushalten können. Wer nicht fragt, wird vielleicht nie herausfinden, ob es eine Chance gegeben hätte. Ist auch wieder wahr. Das Essen geht auf mich. Oh, komme ich öfter vorbei. Ich bitte darum. Mal hier draufdrücken kurz. Oh. Ja, genau. Mhm. Alles klar. Es gibt niemanden, der auf sie wartet oder der wissen könnte, wo sie sind. Familie oder Freunde. Nein, wir wohnen alleine ganz oben auf der Schweglealm. Ist okay. Gibt's da Telefon? Nicht da oben. Okay. So, gut. Ja. Schon einsam da, hm? Ja. Haben wir zuerst auch gedacht, als wir die Hütte geerbt haben. Aber dann haben wir ein paar Tage da verbracht. Wissen Sie, wie es ist, wenn da oben die Sonne untergeht? Da vergessen Sie die Welt um sich herum. Es gibt nichts Schöneres. Ja. Das kann ich verstehen. Wir wollten unser Baby da großziehen. Nur wir drei. Ganz allein in der Natur. Cool. Was willst du denn? Ein Junge. Du hast doch gesagt, du wärst nicht verletzt, oder? Ja, warum? Wenn du willst, dass das so bleibt, dann hör jetzt mit der Ruperei auf. Das nervt, oder? Ja. Ich habe versucht, irgendwo Empfang zu bekommen. Und? Keine Chance. Was machen wir jetzt? Ich muss das Tal hinkommen. Immer noch kein Flimmern. Nina!
Laden auf 200, weg und Schuss! Immer noch. Ja! Ja, Baby. Da bist du ja. Wie geht's meiner Frau? Sie hat sich stabilisiert. Mit ein bisschen Glück ist sie morgen über den Berg. Danke. Nicht zu danken. Na du, wir haben ja noch gar keinen Namen für dich, ne? Ja, lange Nacht. Die längste meines Lebens. Kaffee? An sich? Ja. Was hältst du von einem Kaffee mit Aussicht? Mit Aussicht? Mhm. Willst du jetzt noch mal die Wanderschuhe anziehen, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Familie einer Freundin. Das war schön. Ja.